Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen bei Peru Plays von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ich bin der Peru. Ja, wir werden heute ein ganz kleines bisschen trucken. Jetzt nicht heute ganz so lange, weil ich will euch eigentlich nur etwas vorstellen. In diesem Jahr kommt noch ein neuer Truck-Simulator raus für Konsole und für PC, nämlich Truck World Australia. Leider gibt es für die Konsole noch keine Demo, aber für den PC bzw. Steam Deck gibt es eine Fahrschule, dass wir schon mal so ein bisschen Eindruck bekommen, was uns da zumindest optisch oder vom Fahrgefühl her erwartet. Deshalb schauen wir da heute mal rein. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. Und wenn ja, lasst gerne ein Like, Follow, Abo da, Daumen nach oben, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt mich natürlich auch unterstützen mit einem Kauf bei meinem Partner Instant Gaming. Oder ihr supportet mich auf meiner brandneuen Patreon-Seite. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So, genug von der Werbung. Ja, Truck World Australia, das wird ja dann jedenfalls auf Konsole der erste Truck-Simulator, der in Australien im Outback spielt. Und ich bin von den ersten Bildern schon ein bisschen angefixt. Und immerhin haben wir hier jetzt eine Fahrschule. Das heißt, ist ja sozusagen ein doppelter Bonuseffekt sozusagen. Nicht nur, dass wir einen ersten Eindruck vom Spiel bekommen, sondern natürlich auch schon ein bisschen Fahrpraxis uns aneignen können. Finde ich klasse. Wir spielen das Ganze auf dem Steam Deck. Ich habe jetzt mal versuchsweise das Ganze so relativ hoch eingestellt von den Grafikeinstellungen. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht übertrieben. Ihr seht hier schon Auflösung 1280x720. Ansonsten hier Schattenqualität, Texturqualität, den ganzen Bums habe ich alles hochgezogen. Und dann wollen wir mal sehen, ob das so hinhaut. Gut, genug gesabbelt. Wir wollen ja was sehen hier. Moment, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wieso haben wir jetzt hier. Was ist mit meiner Steuerung jetzt los? Hallo. Das kommt wahrscheinlich, weil wir jetzt auch hier im Fenstermodus sind. Ich hoffe, das macht uns jetzt hier keinen Strich durch die Rechnung. Ich mache das jetzt mal per Hand über den Touchscreen. Aha, das funktioniert. So, dann wollen wir mal gucken. So, Tutorial. Das Ganze, wie ihr seht, könnt ihr auch auf Deutsch einstellen. Das finde ich sehr löblich. Und was mir sofort aufgefallen ist, und das ist auch super klasse, ich spiele das Ganze jetzt zum Beispiel auf dem Steam Deck. Und ich trage ja auch Brille, ne? Also die berühmte Spielerbrille, die ihr ja nie seht. Vielleicht später mal wieder, wenn wir Facecam wieder haben. Aber als eines der wenigen Spiele in diesem Metier könnt ihr tatsächlich die Schriftgröße ändern. Und dafür schon mal ein ganz großes Dankeschön. Finde ich gut. So, wir machen mal ein bisschen Tutorial. So, bewege die Figur und benutze den Truck. Das ist so erstmal das erste Ziel, dass wir so ein bisschen reinkommen in die Grundsteuerung. Ich hoffe, es passt jetzt vom Spielsound. Ich habe jetzt mal ein bisschen mehr Saft noch rausgeholt fürs Mikrofon. Und ja, ich hoffe, das passt jetzt so im Verhältnis. Ah, schön. Die Vögel zwitschern. Und es ist sonnig im Outback. Das sieht einigermaßen flüssig aus, trotz der hohen Einstellung, die ich hier verwendet habe. Ja, und das unser Truck. So, geh zur Trucktür und betrete den Truck. Das machen wir natürlich liebend gerne. Aber vorher schauen wir uns das gute Stück natürlich an, ne? Das ist natürlich eine andere Kiste als in den USA. Hier das beliebte L, also das Learner, ne? Fahrschulausbildungszeichen, als Warnung an alle. Finde ich, sieht ziemlich knackig auch aus von den Texturen und so. Muss ich sagen, gefällt mir schon sehr gut. Also ich glaube, mit Steam Deck muss ich einen kleinen Tick in der Qualität runtergehen. Ich glaube, dann ist das hier wirklich super für das Steam Deck. So, hier haben wir unseren Aufleger. Den werden wir wahrscheinlich auch gleich in der Lektion hier ankoppeln müssen. Aber einfach mal schon mal das Ganze hier anschauen. Sieht schon mal cool aus, finde ich. Gut, dann schwingen wir uns mal erstens in den Sattel. Leute, nicht vergessen, ne? Australien, ne? Genauso wie Zypern übrigens. Ehemals englisches Kolonialgebiet. Das heißt, hier wird auf der linken Spur gefahren und das heißt, du hast einen Rechtslenker. Also, liebe Fahrer, bitte immer rechts einsteigen, sonst wird es peinlich mit dem Beifahrer. So, jetzt haben wir ein paar Aufgaben. Menü für Spiegel- und Sitzsteuerung ändern. Stell dir die Position des Rückspiegels ein für die Sitzposition und dann das Ganze wieder schließen. Okay, das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. So, Sitz, Sitz, Sitz. Ah, hier sehen wir schon, Sitzeinstellung. So. Gehen wir mal von links nach rechts. Hier haben wir jetzt die Rückspiegeleinstellung. Was haben wir hier? Das ist was? Warte mal. Das ist die Höhe. Okay, das lassen wir mal so eher mittig. Dann drehen wir das mal so bei, dass wir es so ungefähr hier. Ja, das sieht recht gut aus. Dann nehmen wir mal den Spiegel auf der anderen Seite.
Der sieht eigentlich schon ganz gut aus. Komm, Kinder, den lassen wir so. Und dann haben wir natürlich noch den Sitz. Den sollten wir nach vorne und hinten und nach oben und unten verschieben können, oder? Ja. Genau. Okay, das sieht gut aus. Also, ich muss dazu noch anmerken, diese Driving School, also die Fahrschule, die ihr euch kostenlos runterladen könnt auf Steam oder PC, ist zumindest für Steam Deck noch nicht verifiziert. Das heißt, dass das hier funktioniert, ist eher Glückssache. Muss man ganz ehrlich sagen, wie es ist. So, also hier haben wir jetzt hoch und runter. Also es kann natürlich sein, wenn das Spiel jetzt erscheint, ich hoffe, dass dem auch so ist, dass die versuchen werden, eine Verifizierung auch zu kriegen für Steam Deck, dass es also auch von der Steuerung dann für Steam Deck ja, optimiert ist. Ne? So, jetzt können wir hier noch die Kamera wechseln. Das machen wir mal schnell. Da haben wir eine. Jetzt gehen wir ein bisschen. Ja, links, rechts blinken und Warnblinker. Machen wir gleich. Ihr habt so eine Fernperspektive. Dann habt ihr eine Nahperspektive. Und natürlich die Cockpit-Perspektive. Die werden wir jetzt auch gleich weiter nutzen, weil wir sollen ja jetzt blinken. Das kann ich tatsächlich mit den Richtungstasten machen. So, das ist der linke. Dann der rechte und die Notfallbeleuchtung, also Warnblinklicht. Schauen wir. Was als Trucker musst du oft auch nachts fahren? Zum Glück hat der Truck gute Lichter. Okay, wir sollen gleich das Licht einschalten. Erstmal will ich mir ganz kurz hier anschauen, wie das hier so aussieht. Hier sehe ich den Blinker jetzt nicht. Hier vorne sehen wir den allerdings sehr gut. Also ich denke mal, nachts sehen wir das hinten am Heck dann besser. Anyway, wir machen den jetzt erstmal aus. So. Es ist übrigens, eigentlich bin ich kein Fan von der Direktbedienung hier am Truck, ne? Das könnt ihr übrigens im Alaskan Road Truckers auch machen. Da könnt ihr auch hier Clickpoint-Steuerung machen. Bin ich jetzt nicht so der Fan von, aber hier sieht das tatsächlich richtig gut aus und lässt sich auch gut bedienen tatsächlich. So, jetzt wollen wir den Motor starten. Wir können das ja mal beim nächsten Mal Alaskan Road Truckers auch mal machen, dass wir statt der Knopfsteuerung eben halt die Direktsteuerung im Cockpit mal versuchen. Wäre mal eine Idee, ne? So, dann machen wir mal Kiste an. Jetzt sollen wir die Feststellbremse lösen. Oh, da brummt er schon. Ich hoffe, das passt von der Lautstärke und ich werde hier nicht überbrummt. So, jetzt sollen wir den Anhänger anschließen. So, fahre rückwärts mit der Taste. Und das ist schön, er zeigt hier jetzt auch die Gamepad-Belegung. Also das Spiel ist jedenfalls für den PC auch schon ausgelegt für den Gamepad. Finde ich eine sehr tolle Sache. Ich bin da eigentlich also auch guter Hoffnung, dass das Ganze eine Verifizierung kriegen wird. Für das Steam Deck jedenfalls. Auf der Konsole ist das natürlich sowieso kein Thema, ne? Ist klar. So Leute, wir fahren unsere ersten Meter mit unserem australischen Truck hier. Oh, das sieht gut aus. Seht ihr diesen Link von der Achse des Anhängers zu unserer Kupplung? Sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, aktiviere die Feststellbremse. Ich denke mal, das wird jetzt so ähnlich ablaufen wie bei Alaskan Road Truckers. So, wir machen mal die Bremse rein. Verlasse den Truck. Aber ich mache hier tatsächlich auch noch die Zündung aus. Wir müssen ja nicht unnötig Sprit verfeuern hier, ne? So. Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungünstig hier oben links, ne, mit den Texten. So. Stützen anheben und dann die Kabel verbinden. Machen wir. Oh. Hier geht das automatisch. Hier müssen wir nicht kurbeln. Das ist mal nett. So, dann hier verkabeln. Ich habe gerade ein kleines Déjà-vu, Freunde. Ihr auch? Okay, hier müssen wir aber nicht einzeln stecken, sondern hier werden alle Kabel gleichzeitig eingeplöppt. Ist auch völlig okay, kann man so machen. So, jetzt nochmal zum Truck zurück. Nach vorwärts fahren und einmal abbiegen. Und das wäre so die erste Lektion. Na gut. Guti. Bremse ist sowieso drin. Dann starten wir die Kiste. Bremse raus. So, ich bin jetzt mal gespannt auf das Fahrgefühl hier. Okay. Das klingt nach Power. Ist ein bisschen laut, ne? So, benutze die Hupe, um das Tutorial zu beenden. Aber wir haben ja noch gar keine Wende gemacht hier.
Okay, einmal hupen. Jawohl, ja. Herzlichen Glückwunsch, 1000 Punkte. Ja, ne? Schauen wir mal kurz in die nächste Lektion rein hier. So, vorwärts einparken. Erfolgsbedingungen. Weniger als 160, nee, 150 Minuspunkte. Beliebige Parkgenauigkeit. Weniger als 90 Minuspunkte. Mindestens 79% Parkgenauigkeit. Also hier geht es darum, so wenig wie möglich an Minuspunkten durch Fehler zu kriegen und eben halt die Parkgenauigkeit so hoch wie möglich zu halten. Wir probieren das jetzt einfach mal. Okay, die Zeit läuft. Rein da. Und zum Schluss hupen. Nicht vergessen, ganz wichtig. So, Kiste an. Hi ho. Also geradeaus sollte jetzt nicht das Thema sein. Und hupen. Also das war ja nun wirklich kurz und knackig, die Lektion, ne? 1062 Punkte Parkgenauigkeit, 43%. Echt nur? Naja, egal. Auf jeden Fall 0 Fehlerpunkte. Das ist gut. Nächste Lektion. Okay, das ist jetzt wirklich nicht mein Fachgebiet. Rückwärts einparken. Aber ja, was soll ich sagen? Ich tue mein Schlimmstes. Okay. Ich muss wirklich immer aufpassen, dass ich nicht zur rechten Seite renne, ne? Auch wenn ich jetzt schon ein paar Jahre hier auf Zypern lebe, dazu bin ich noch zu deutsch. Ich bin noch so auf Rechtsverkehr gepolt. So, dann gehen wir doch hier gleich mal in die Außenansicht. So, das ist jetzt... Ach, das ist geradeaus. Ja. Das sollten wir schaffen. Jo, immerhin. Parkgenauigkeit jetzt schon 98%. Muss ich bis an die Barke ganz ran? Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ist egal. Ist ja jetzt auch nur, um so ein bisschen Eindruck, so ein bisschen das Gefühl für den Truck zu bekommen oder für die Steuerung. Die Steuerung gefällt mir, muss ich ganz sagen, nach den ersten Minuten hier eigentlich schon mal recht gut. Erinnert mich so in Teilen auch tatsächlich an, ja, das Steuerungsmodell von... Dingens hier, wieso läuft der jetzt hier von alleine durch die Gegend? Was ist denn jetzt los? Spukt hier in meiner Konsole. Was ist denn jetzt hier los? Es erinnert mich ein bisschen an das Steuerungsmodell von Alaskan Road Truckers. Ich weiß nicht, ob die voneinander so ein bisschen abgeschaut haben. Keine Ahnung. So, was haben wir hier? Vorwärts abbiegen und parken. Das finde ich interessant. Sie gehen jetzt so Schritt für Schritt weiter im Schwierigkeitslevel, was natürlich ja auch Sinn macht. Und vor allen Dingen, da man diese Standardsachen wie das Anschmeißen der Kiste und Bremse lösen immer wieder machen muss, ne, man macht es so automatisch dann irgendwann. Ist gut gemacht, finde ich. Gerade für Einsteiger. So, jetzt wollen wir mal sehen, dass wir hier mehr oder weniger direkt auf die Markierung kommen. Ey, wieso nimmt ihr jetzt die Markierung weg? Oha, immerhin 80 Punkte. Also je näher ich an die Barke rankomme, desto mehr Punkte gibt es hier scheinbar. Okay. So, ich befürchte jetzt... Ja, genau. Ich hab schon befürchtet. Jetzt das Ganze wieder rückwärts. Okay. Drückt mir die Daumen, Leute. Ihr wisst, wie das bei mir aussieht, wenn ich rückwärts einparke. Ja, in dem Sinne, Gott steh uns bei. Okay, rein da. So, nach dem ersten paar Malen geht einem das wirklich so in Fleisch und Blut über, also auch die Bedienung direkt im Cockpit. Ich bin da, wie gesagt, eigentlich nicht so der Fan davon, aber ich könnte mir vorstellen, das Ding tatsächlich auch so zu fahren. Ah, guck mal hier, Parkgenauigkeit 96%. Alter, wie nah soll ich denn da an die Barke ran? Das ist ja irre. Oh, jetzt kommt unser erster Auftrag. Mit dem Truck zum Fuß des Steinbruchs fahren. Okay, wir sollen, dürfen, müssen das erste Mal eine kleine Strecke fahren. Da bin ich natürlich jetzt sehr gespannt drauf. Okay, Leute, toi, toi, toi. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wo wir... Ach so, das ist der Weg hier vorne, oder? Ja. Da unten ist ein Steinbruch.
Dann bleiben wir hier mal in der Fahrerperspektive. So, gleich daran gewöhnen hier, ne? Australien, Linksverkehr. Ich hoffe, wir kommen da heil runter hier. Grafisch, wir haben jetzt ja noch nicht viel gesehen, ne? Das muss man dazu sagen. Aber so grundprinzipiell so von der Texturierung, wir sehen das jetzt hier auch schon beim Steinbruch, gefällt mir das schon recht gut. Und das sogar auf dem Steam Deck und in einer entsprechend guten Auflösung auch und Framerate, wie es aussieht. Ja, finde ich schön. Nice. Also hier auf dem Steam Deck wird sogar das Force Feedback unterstützt. Merke ich gerade. Finde ich sehr cool. Was natürlich noch schöner gewesen wäre, wenn wir gleich so einen Auftrag gehabt hätten, wo man mal so ein bisschen wenigstens eine Teilstrecke im australischen Outback fährt, dass man so ein bisschen mal die Landschaft sieht und durch die man zukünftig fahren wird, ne? Aber mein Gott, ich will jetzt um Gottes Willen nicht meckern. Das wäre jetzt hier gerade in diesem Moment jammern auf ganz hohem Niveau. Jo. Junge, das sind Kurven hier. Muss ganz schön aufpassen. Weil sonst geht es dann auch tief abwärts hier. So, befestige den Anhänger. Ach, das müssen wir auch noch. Oh Gott, okay. Ja, froh, dass wir schon heil unten angekommen sind, weißt du? Okay. Das sind so die Momente, wo ich ganz froh bin, dass ich das Steam Deck habe. Dass ich euch solche Titel schon vorab zeigen kann, weil wie gesagt, diese Fahrschule gibt es leider nicht für die Konsolenversion als Vorschau. Was ich sehr schade finde. Ich denke, da würden noch sehr viele Konsolenspieler mehr auf den Geschmack kommen. Ah, das passt nicht. Also hier musst du wirklich aufpassen, dass du in der geraden Linie, wir sehen das hier jetzt auch gerade an der Markierung, reinfährst und koppelst. Dass die Nute hier auch direkt reingeht. Das müsste jetzt... Passt das? Warte mal. Ha! Das war jetzt nicht elegant. Ich gebe es zu, es war nicht elegant. Aber... Okay. So, also ich würde sagen, wir probieren jetzt hier nochmal den zweiten Auftrag. Und dann sollte das eigentlich erstmal so für den ersten Blick ganz kurz reichen für ein kleines erstes Fazit. Aber wir sollen diesen Truck natürlich jetzt aus dem Steinbruch auch wieder an die Oberfläche fahren. Und das, Leute, das dürfte deutlich kribbeliger werden. Jetzt haben wir ja diesen Anhänger da dran. Der ist ja jetzt auch nicht gerade... Ist ja nicht gerade klein, ne? Schauen wir mal. Mit einem Bagger auch noch hinten drauf. Also, wow. Okay, Leute, drückt die Daumen. Ich werde versuchen, mich jetzt so weit wie möglich an der Außenlinie zu halten, damit wir da hochkommen. Oh. Mach keinen Scheiß. Wunderschön, das Felsmassiv hier gerade vor uns. Ich weiß, man soll sich nicht ablenken lassen, gerade bei solchen Aufträgen. Aber es war jetzt gerade zu schön, um es zu ignorieren. Wie gesagt, die Texturen sind fantastisch. Selbst hier auf dem Steam Deck. So, jetzt will ich mal... Ja, jetzt müssen wir so... Oh Gott. Oh Gott. Was für eine schwindelerregende Aussicht, Leute. Oh, das könnte eng werden, das könnte eng werden. Warte. Warte. Schiete. Alter, was habe ich mir da angetan? Aber schaut euch das mal an. Ist das nicht wunderschön?
Also es kann ein bisschen dauern, ne? Also er hat auch schon Mühe, sich da hochzuziehen. Ist eben halt nur ein Fahrschulwagen. Ist jetzt nicht hier das Powerhouse, denke ich mal. Also bis jetzt kommen wir hier ganz gut hoch. Man muss hier natürlich ein bisschen vorausschauend fahren. Gerade hier öfter mal in die Außenansicht, gerade diese unübersichtlichen Kurven. Ich weiß ja nicht, wie das mit AI-Verkehr später aussehen wird. Junge! Also hier wird nicht gespart, auch nicht bei der Fahrschule. Himmel hilf. Boah. Enge Kiste. Ich glaube, wir sollten den Hauptaufstieg jetzt geschafft haben. Ich glaube, es ist jetzt nur noch eine Kurve. Dann sind wir schon auf dem Weg zu unserem Fahrschulgelände. Junge, Junge. Ja, Gott sei es getrommelt. So, jetzt muss ich nur gucken, wo geht's denn hier wieder rein? Ah, noch ein bisschen weiter vor, okay. Und ich glaube, da vorne sollen wir ihn auch gleich abstellen. Junge. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen Puls gekriegt. Muss man sagen, wie es ist. Warum jetzt auf einmal die Markierung wieder weg ist, das weiß ich allerdings nicht. Fahrer aus dem Steinbruch haben wir gemacht. Begib dich in den angewiesenen Bereich. Sind wir auch. Hä? Also ich würde sagen, ist die Aufgabe erfüllt oder nicht? Ich denke mal, die ist erfüllt, oder? Warte mal. Das diskutiere ich jetzt nicht. Weil wir sind hier raus aus dem Steinbruch mitsamt dem Anhänger. Wir sind auf der Markierung. Die ist jetzt leider ja im Nachhinein verschwunden. Das Einzige, was ich versuchen kann, ist, dass wir hier nochmal... Pass auf, ich ziehe nochmal vorne bis zum Tor. Mehr kann ich jetzt aber auch nicht machen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einen Fehler gemacht habe oder ob das ein Bug ist, keine Ahnung. Ich ziehe jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal ein bisschen vor. Ah, ich sollte tatsächlich bis zum Tor. So, dafür gab es jetzt 600 Punkte. 4 Minuten 42 haben wir gebraucht. Mir kam es vor wie 4 Stunden. Freunde, das soll erstmal so ein erster Blick gewesen sein auf Truck World Australia, die Driving School. Wie gesagt, leider aktuell bislang nur, ich denke mal, das wird leider auch so bleiben, für PC und Steam Deck verfügbar. Wer es hat, PC oder Steam, ne? Der kann sich glücklich schätzen, der kann sich nämlich diese Fahrschule kostenlos runterladen und hat nicht nur einen Vorgeschmack, sondern gleich eine Fahrschule für den Release, der noch in diesem Jahr folgen soll, von Truck World Australia. Und ich denke, dieses Spiel sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Hat auf jeden Fall grafisch Potenzial vom Spiel selbst. Müssen wir nochmal gucken, das müssen wir abwarten. Ich werde mir das hier nochmal ein bisschen mehr angucken, vielleicht noch ein paar Lektionen durchspielen und euch, wenn sich da noch was ergeben sollte, ja, später nochmal so ein kleines Update geben. Leute, ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen netten Kommentar da, ne, beziehungsweise ob ihr noch mehr sehen wollt von Truck World Australia, hier von der Fahrschule, würde mich freuen. Ansonsten bedanke ich mich jetzt erstmal natürlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.